Herzlich willkommen zu unseren Künstlerporträts. Heute sprechen wir über Arthur King. Arthur King ist einer der ganz wenigen, die tatsächlich in New York geboren und aufgewachsen sind. Er hat sich das Schmuckmachen selber beigebracht und vor allem war er inspiriert durch seine Zeit bei der amerikanischen Handelsmarine, wo er auf der ganzen Welt unterwegs war und von dort Artefakte, Steine, Hölzer, alles Mögliche mitbrachte, um sie dann in seinen Schmuck zu verarbeiten. Er war wohl eine sehr extravagante und exaltierte Persönlichkeit, denn sein erster Shop war in Greenwich Village und mit Blei und Stahl ausgekleidet und die ganze High Society der Kunstszene war bei ihm Kunde. Er hat immer gesagt, er möchte Schmuck machen für einzelne Frauen, für ihre einzigartige Persönlichkeit und hat dann tatsächlich auch Gussmodelle wieder vernichtet, sodass wirklich nur ein einziges Stück vorhanden war. Arthur King war tatsächlich eine extravagante Persönlichkeit. Er fuhr durch New York in einem extra aus London importierten Taxi. Er entstieg ihm mit kultiviertem schwarzen Bart, Designeranzug und silbernem Gehstock. Er war ein Dandy par excellence.